Heute für euch im Tutorial ein besonderer Korbleger. Warum, seht ihr jetzt. Wir nehmen uns als erstes die Schrittfolge vom Linkskorbleger raus. Das heißt, rechts, links, rechts. Das letzte Dribbling ist auf dem rechten Fuß. Anstatt aber, dass die linke Hand das letzte Dribbling macht, machen wir jetzt mit der rechten Hand das letzte Dribbling auf dem rechten Fußkontakt. Füße dann links, rechts, linke Hand finisht, rechter Fuß springt ab. Ihr startet nicht auf den Korb, sondern auf die Mitte zu. Großer Schritt mit rechts, Dribbling mit rechts neben dem rechten Fuß, hier. Dann 90 Grad Richtung Korb, zwei Schritte, rechter Fuß, linke Hand, normaler Linkskorbleger. Das ist eure erste Übung. Startet hier, rechts, links, rechts. Als nächstes mit einem Dribbling als Intro. Ihr könnt euch dabei aussuchen, ob durch die Beine oder hinter dem Rücken. Dann rechts auf rechts, zwei Schritte wie gerade, Layup. Das Ganze auch von der anderen Seite. Großer Schritt, Dribbling mit links auf links. Dann noch zwei Schritte, rechts, links, Ball weit rübernehmen. Layup. Erstmal aus dem Stand. Tief gehen. Links, rechts, links. Spielt ein bisschen rum, habt Spaß, habt keine Angst, auch mal einen Fehler zu machen. Probiert einfach mal aus, das letzte Dribbling nicht wie gewohnt mit der anderen Hand vom Fuß, sondern mit der gleichen zu machen. Egal mit welchem Fuß, ihr habt immer zwei Schritte. Okay? Ein besonderer Korbleger, weil es ein bisschen anders ist. Könnt natürlich auch damit zum Euro gehen. Spielt rum, probiert aus. Abonnieren nicht vergessen, Glocke an, weitersagen, fleißig am Game arbeiten. Let's go!